Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Tanks. Mein Name ist Gredel und mit mir platzt, explodiert, knallt, zerstört sich, macht sich kaputt, schnurrt Kills und was auch immer. Der Eska. Hallo Eskachen. Hallöchen zusammen, aber eins ist mal klar, die Hälfte davon mache ich nicht. Du meinst das Überleben, Schaden und für das Team was Sinnvolles? Zum Beispiel. In dieser Runde wird der Gredel den russischen mittleren Panzer Stufe 5 fahren, den T-34, und ich selber werde mit dem britischen schweren Panzer der Stufe 5 fahren, dem Churchill 1. Let's wets. Ja, ja. Dann gucken wir doch mal. Schon wieder. Immer noch. Immer noch. Oh. Wir müssen aufpassen, beim gegnerischen Team ist ein Satan dabei. Ein Satan? Ja. Wo ist Satan? Der M4, Cliff 5. Ach, der ist bei Satan. Ah. Müssen wir mal aufpassen. Satan ist Abraxas. Wenn der ihn abschießt und so. Oh, und links vor mir fährt ein Todesstern. Todesstern. Ein Todesstern. Der Todesstern Nummer 123. Mensch, hat Luke sich aber ganz schön beeilt in den 30 Jahren. Naja, weißt du, du entwickelst ja so ein Ding und dann hast du irgendwann die Serienreife und dann geht das von ganz alleine. Ja gut, zwei Stück, wie gesagt, hat Luke ja zerstört, ne? Das waren ja schon mal die ersten BM-Prototypen. Ja, die waren halt nichts und so, weißt du, da war der Entwurf, der war noch nicht so prickelnd und nicht ausgereift und, ach, naja, das Übliche halt, weißt du, und dann, ja. Und dann waren die halt irgendwann ausgereift und jetzt ist halt Serienproduktion. Das könnte natürlich so sein, ja. So, wollen wir mal hier gucken, ein bisschen was aufspotten. Jetzt gucken. Gucken, dass nichts guckt. Ja. Na, dann gucken wir, dass nichts guckt. Ich gebe mir Mühe. Meistens ist es immer so, wenn was guckt, dann bin ich tot. Jetzt kriege ich einen Abpraller und der zerstört mich fast. Ah ne, der hat bloß eine Kette abgeschossen. Ja, gut, das geht ja noch. Bäm. 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 So. Schlägt doch schon los. Nach Tölemont. Los geht's. So, guck, da meint er euer Mühlchen vorher. Ja, genau, so rüber. Hier, lieber TDS, mach den KV-1 kaputt. Macht es so. Kaputt. Ich hab jetzt auch mal gebammt. Hast du jetzt auch mal gebammt? Ich hab jetzt auch mal gebammt. Klingelst du nicht mehr? Oder hast du es aufgegeben mit dem Klingeln, weil das sowieso nicht springt? Was ist da bei dir los, ey? Doch gar nicht. Oh, kommt hier noch einer. Zoom. Mein Gott, hier ist ja extra reich was los. Der ging voll durch ihre Panzerung. Aber wir sind hier schon am Vollrücken. Also nicht, dass das eigentlich bei dem Gefechtsart Sinn macht, aber bei uns ja, ist dafür haben wir nicht links so viel. Hier noch ganz schön was zu tun hier. Ist doch ganz schön viel. Ich kriege ja gleich auf die Mütze. Ja. Machen wir hier mal Druck. Und kommen dann rüber. Jo, hier ist nämlich noch so ein bisschen mehr. Passend ist, dass mich der M6 hier nicht weghaut. Wirkungstreffer. So. Der ist auch hinfort. Hinfort, nervige Pest. Ist hier noch irgendwo eine Wolverine? Ja, wir haben jetzt hier unsere Seite gut geklärt. Ich bin jetzt mal in einem guten Bogen rumgefahren und schau mal, ob ich noch die Arti auf dem Weg finde. So, der T-34 hat sich auch erledigt. Ist doch da noch irgendwo so ein Jagdpanzerding da. Ja, unten auf...
Na, erstmal die Wolverine. So, die hat sich auch erstmal erledigt. Sehr gut. Ja, jetzt kannst du atmen, Yangi. Oh. Jetzt ist hier wieder gemütlich. Ich sehe schon, habt ihr ja sehr gut hinbekommen. So, da ist das Birchgen. Ja, und die beiden TDs sind hier unten bei mir. So, das Birchgen hat sich durch den Jagdpanzer erledigt. Ist gut so. Jo, klar. So. Dann können wir ja mit wechseln zu euch. Was haben wir denn noch? Ein T49 und ein Su-100. Das war die ja, Su-100. Die Su hat sich erledigt und der T49, der hibbelt hier hinten rum. Ja, habe ich schon gesehen gehabt auf der Nuller-Reihe. Zack, und das war's. Einfach Blitzschuss reingesetzt. Hey, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Der war gut. Hat der Esker hier gnadenlos abgestaubt wieder. Ja, muss doch auch mal sein. So, sehr schönes Ergebnis. Ja, kann man doch auf jeden Fall. In dieser Runde werden wir beide schwere Panzer spielen. Der Gredel mit dem russischen KV-1 Stufe 5 und ich selber mit dem französischen BDR G1B ebenfalls Stufe 5. Letztes. Ja, schauen wir doch mal, ne? Na, gucken wir doch mal. Guck, du guck. Ich guck. Oh, ich möchte den DW2 finden. Gegen den traust du dich, ja? Ja, logisch. Hallo, du fährst einen KV-1 und du kannst dich gegen alle trauen. Ja, aber ich möchte den anderen nicht so wehtun. Beim DW2 ist der Vorteil, den kann ich ja sogar mit dem Scout auseinanderrammen. Ja. Ja, mit dem DW2, da würde ich mich sogar mit dem Tier-1 Panzer rantrauen. Ich glaube, das kleine Alublech. Ja, wahrscheinlich. Wollten die Deutschen mal die Alu-Technik ausprobieren. Ich fahr mal hier hinten so. Ja, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Ich bin nur nicht so unglaublich schnell. Das bin ich auch nicht. Langsam! Ganz langsam! Ja gut, du bist ja auch ein bisschen älter, ne? Da kann man ja nicht mehr ganz so schnell. Tja. Weil er lässt ja so Reaktionen nach und sowas alles. Ja, als Panzerrentner, was soll man da machen? Panzerrentner? Aha. Schreibst du das auch so auf deinen Rentenbescheid? Ja, ne, Logo. Hallo, ich bin Panzerrentner. Was bist du? Ja. Gemachte Tätigkeiten. Oh, ich bin 5000 Gefechte bei WOT gefahren. Hab ich jetzt meine Rente verdient? Ja, sehr schön. Drück dem eine, mach dem Aua. Mal ein bisschen zurück, sonst kann ich dich da nicht so unterstützen. Ja, dann komm ich mal ein Stückchen zurück. Ja, lass die doch vorluxen. Da wir keine Arti haben, ist das hier nicht so wild. Der schießt mir nur in meine Mütze hier. Ja, das Problem ist, wenn ich dir da jetzt helfe, stehe ich auch auf offenem Feld. Ich wollte hier eigentlich an dem Felsen stehen bleiben. Weil man weiß ja nicht, was da noch alles hinterkommt. Oh, ich krieg den da jedenfalls nicht so kaputt. So, wie möglichst. Ich komme ja schon. Ah, danke. Kommt noch ein T49. Ja gut, der macht mir nicht ganz so große Sorgen. Ist der einzige TLD, der mir nicht so viel Angst macht. Jetzt bin ich gleich ups. Oh. Querschläger. Down, down. Ah, genau, T49, komm mal vor. Du Weichflöte. Wir sind bewegungsunfähig.
Dings da? Ja, ich habe hier so viel, genau deswegen wollte ich ja eigentlich an meinen Stein stehen bleiben. Aber der SK kam ja nicht zurück. Ich konnte die Stelle zurück, bei mir war schon alles kaputt. War noch nicht weg, Churchill. Nee, kassier den über noch ein paar. Signalreichweite verringert. Oh. Der ging ja, Der ging nicht durch. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wieso blitzt das hier eigentlich überall so rot auf? Das weiß ich nicht. So, kleiner B1, jetzt kümmere ich mich um dich. Oh, ganz so weit hoch, sonst kriege ich dich ja nicht. Sagt der, der so richtig eigentlich kassiert, ey. Ja gut, bei dem ist der Vorteil, der hat so eine Spielzeugkanone. Dann hau kaputt! Ich bin ja dabei. So. Oh, alles andere ist da rechts. Na gut. Oh, da ist mein DW2. Warte, ich komme. Muss ich von hier aus schon treffen? Wieso stehst du da hinterm Haus, DW2? Ist doch doof. Das der hilft dir doch auch nicht. Der will spielen. Der weiß, dass du ihn Mauer machst. Ach, das soll sich mal nicht so haben. Ich bin auch zärtlich. Du und zärtlich? Ich werde ihm ganz zärtlich diese... Patrone irgendwo. Du Hetzer! Das war meiner! Ja, Hetzer-Man, Cheating und so. Der hat mir mein Ziel weggenommen. Mein DW2. Ja, du armes Kerl. Weißt du, den ganzen Tag überall alles wegschnorren, ne, und sich jetzt. Alles wegschnorren! Was passiert ist. Alles wegschnorren, ja, nee, ist klar. Da? So, lieber Wolverine, irgendwie tust du mir leid. Warum? 3 gegen 1 ist doch relativ fair. Na gut, der Vorteil, den er hat, ist, mir geht's nicht mehr ganz so gesundheitlich gut. Die Stuck ist AFK. Oh, und dem Hetzer geht's auch nicht mehr ins Prickeln. Also. Oh, lieber Hetzer, dann holen dir noch für deinen Krieger. Schafft er nicht. Der Ding hat noch volles Leben, die Wolverine. Oh, hat gut gemacht. Sehr schön. Das war schön. Ja, das ist halt der Hetzer. Herzlichen Glückwunsch. Der hat gut gemacht. Jo. Oh. Oh Gott, das gab ja wieder viel. Was habe ich denn hier gekriegt? Panzerass. K-Medaille. Richtschütze, Großkaliber und Stahlwand. In dieser Runde wird der Gredel den russischen Jagdpanzer Stufe 5 fahren, die SU-85, und ich selber werde mit dem russischen Schwerpanzer Stufe 5 fahren, dem KV-1. Let's go. Ja, schauen wir mal, ne? Och nö. Da kannst du dir gleich mal deinen Freund suchen. Den brauche ich nicht suchen, der findet mich von alleine. Sag ja, ich habe manchmal das Gefühl, so bei solchen Fahrzeugen wie halt der T29, da ploppt ein Schild auf, kackt nur gerade auf E9. Ja, ich meine, wenn sie recht haben. Ja, das mag ja sein, aber muss das Wargaming den gleich so ordentlich ins Gesicht sagen? Ja, das frustriert mich doch auch auf Dauer. Findest du? Ja. So, wo fahrt ihr hier alle hin? Ja,
Bei uns ist TD-Treffen, okay. Werde ich mal bei dir damit als TD unterstützen. Weil macht ja auch keinen Sinn, wenn die alle auf einer Seite hinfahren. Nee, nicht wirklich. So. Ich muss nur erstmal kurz hier halbwegs vernünftig hinstellen, bis hier mal irgendwas auftaucht oder sowas. Du stellst dich da hin, dann fahre ich nach unten an die Häuserecke. Jo, mach das. Mal gucken, dass ich hier auch ein bisschen unsere M44 blocken tue oder decken tue. So, da kommt ja schon ein KV-1S. Ja, der steht aber noch hinter Bügelchen, also da ist... Ich kann ihn für sich drauf kennen. Nee. Das geht mir genauso. Aber da ist er auch down. Kommt ein T21. Auch schön daneben geschossen. Ja, geht mir auch so. Sehr schön, sehr schön. Da sind wir uns schon mal einig. Ja, dann nehme ich hier, versuche ich mal auf den Tiger darauf zu suchen. Schön daneben geschossen? Ja. Es ist schön, dass du meine Schüsse so gut kommentieren kannst. Komm ich ja, das soll ich machen, mir geht's ja. An den T-Jaschen komme ich nicht mehr ran. Nee. Ja, ich komme jetzt auch da nicht mehr ran. Da ist T29, das macht mir Sorgen. Jetzt habe ich Angst. So richtig? Ja, so ein bisschen mit Flitzekacke und so. Steht da mit dem Häusle? Da komme ich gar nicht ran. Da kann ich gar nicht ärgern gehen. Das habe ich mir auch schon so gedacht. Wir haben ihn nicht angekratzt. Wir haben ihn nicht mehr angekratzt. Ich will ihn nicht ankratzen, ich will sie zerstören, verdammte Axt. Na also. Jetzt hast du sie vertrieben, jetzt kann ich nicht mal mehr drauf schießen. Mag die nicht mehr mitspielen. Jetzt mag uns die IS gar nicht mehr leiden. Ich muss bloß aufpassen, nicht, dass hier gleich was von links kommt. Ich krieg mich nicht so schnell gedreht hier an der Häuserwand. Ha, jetzt habe ich doch mal einen gefunden, auf den ich schießen kann. Das ist doch gut. Der fährt jetzt weg. Ach, das ist doch überhaupt nicht gut. Jetzt fährt er gar nicht mehr. Liebe IS, du guckst bloß so ein Millimeterchen vor. Komm mal, noch ein Stückchen mehr. Ein ganz, ganz kleines. Boah, ich prall an der Seite vom KV-3 ab. Das ist der Hammer. Das erlebe ich in der letzten Zeit häufiger. Dass das Abprallen bei weitem nicht mehr, ja, so gut ist, wie es mal früher war. Also, ich sag mal, früher konntest du ja wenigstens noch sagen, ja gut, alles klar, an solcher glatten Fläche oder an einer 45-Grad-Winkel bist du abgeprallt. Das, ich finde, heutzutage prallst du regelmäßig so an Seiten ab oder so. Ich bin neulich auch an einer Selbstfallerfette 4C abgeprallt. Ja, das ist mir neulich auch passiert. Und ich sag mal, der Schuhkarton hat jetzt nicht unbedingt diese gewinkelten Seiten. Nee, nicht wirklich. So, dem KV-3 konnte ich auch mal melden, dass ich da bin. Abpraller. Nee, angekratzt. Lieber Kommandant, wenn du dir nicht gleich einen anderen Text überlegst, schmeiß ich dich raus und hol mir einen anderen. Es geht ehrlich doch. Mal, mach mal deinen Job. Bäm. Bäm. Sehr schön. Du hast gebämmt? Ja, der IS noch einen kritischen Treffer verursacht. Jetzt fährt die wieder nach weg. Das ist doof, die IS, ey. Die sind so gemein, ne? Ja. Lass mich hier gar nicht mitspielen. SK hat zwischendurch auch einen Wechsel gemacht. Ja, ich bin ein bisschen weiter gefahren, weil hier nichts mehr war, aber ich muss ja auch noch ein bisschen Druck hier austeilen und so. Ja, ja, ja. So, dann schaue ich doch mal, ob ich mir das Nashörnchen noch schnappen kann. Aber wahrscheinlich komme ich da zu spät. Ja. Also da die hier alle im Weg stehen, komme ich da auch nicht mehr ran. Ja, der hat auch nur noch 8%. Und das da war's dann weg. Auch. Sehr schön. Gut, gut. Haben wir alle schön verteidigt. Sieht gut aus. Ja, wir sind halt immer, ne?
Ingwer würde ich das jetzt nicht behaupten. Also, Biscuit oft abgeprallt überall, aber ansonsten okay. Ja, nachdem wir wieder eindeutig gesehen haben, dass der Esker wirklich nicht Schaden macht, nichts fürs Team macht, aber explodiert, platzt, sich selbst zerstört und killt Schnurrt, wollen wir uns damit verabschieden. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.